US-Präsident Donald Trump will seinen bisherigen Haushaltsdirektor Mick Mulvaney zum Interimsstabschef im Weißen Haus machen. Mulvaney soll vorerst den bisherigen Stabschef John Kelly ersetzen, der den Posten Ende des Jahres verlässt. Mulvaney leitet bisher unter Trump das Amt für Haushaltswesen und Verwaltung. Er habe bisher einen außerordentlichen Job in der Regierung gemacht, schrieb Trump auf Twitter. Zugleich lobte er Kellys Dienst und bezeichnete ihn als großartigen Patrioten. Vergangene Woche hatte der Präsident Kellys baldigen Abgang bekannt gegeben. Als wahrscheinlicher Nachfolger wurde zunächst Nick Ayers, der derzeitige Stabschef von Vizepräsident Mike Pence, gehandelt. Doch Ayers lehnte das Angebot ab und kündigte an, am Jahresende sein das Amt bei Pence abzugeben. Auch der frühere Gouverneur von New Jersey, Chris Christie, erteilte Trump eine Absage. In einer Mitteilung Christies an die New York Times hatte er geschrieben, es sei eine Ehre, dass Trump ihn für den Posten in Erwägung ziehe. Allerdings habe ich dem Präsidenten gesagt, dass jetzt nicht die richtige Zeit für mich oder meine Familie ist, diese schwerwiegende Aufgabe zu übernehmen.